Guten Abend, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Rentsch mit Manu und mit Jochen und Edgar. Hallo. Was, Edgar? Ja. So, Edgar macht die Lampen an, so wie es aussieht. Bring hier Licht ins Dunkle. Bring mal Licht ins Dunkle. Lass mal die ganze Bude ausleuchten. Heute ist mal Nacht. Hier Nacht angesagt. Geil, ey. Nachtwanderung. Das ist, Nacht ist richtig schick, sag ich euch. Richtig schick, die ganze Hütte hier. Ja, und ich nehme an, bei Rentsch 12.0, dem Update, wird es ein Lichtschalter geben. Zu 100%. Ich bin mir sicher. Wie sind wir gerade? 3 oder so. Oh, okay. Ich bin mir sicher, es wird ein Lichtschalter geben. Das kann nicht anders sein. Das ist so. So, jetzt brauchen wir erstmal eine weiße Tür. Wir werden heute ein bisschen pinseln. Und was haltet ihr denn davon? Wie wollen wir denn überhaupt inner alles anmalen? Auch rot? Ich weiß nicht, wird vielleicht ein bisschen viel rot, oder? Es ist viel rot, ja. Wollen wir es nicht Natur lassen oder willst du es unbedingt anmalen? Was, Nature? Holz? Holz? Ein hellbraun. Ja, dann kannst du ein lasiertes Holz. Haben wir sowas? Ja, bestimmt. Na klar. Oh, innen ist die Tür grün. Das ist natürlich auch nichts. Ja, das Dach da. So, und hier brauchen wir mal noch eine Tür rein, Männchenskinder. Warte mal, Baubuch. So, ein paar Türen bauen. Was wir aber auch noch machen müssen ist, sag mal, was haben wir das letzte Mal gemacht? Waren wir da nicht im Auto unterwegs oder bin ich jetzt blöd? Ich habe Holz gestapelt. Ja, und hochgetragen. Aber waren wir nicht im Auto unterwegs? Nee, davor, glaube ich, oder? Haben wir den Kanister mal geholt? Nee, mittlerweile? Wir waren mit dem Auto unterwegs. Wir waren am Autohaus, an einem Baumarkt. Ernsthaft? Wir sind doch zurückgefahren, oder? Wir würden das Auto doch nie da stehen lassen. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Naja, wie soll ich sagen? Wir haben überhaupt noch keine Lichter im Durchgang, ne? Ja, dann bau Lichter, junger Padawan. Lerne es, Lichter zu bauen. So, warte mal, wir müssen das Dach auch noch weiter dunkel pinseln. Das ist auch noch nicht fertig. Oh Mann, ey, das ist aber auch eine Katastrophe. Was haben wir hier? Gutes Anthrazit, das nehmen wir. Mach mal lieber was Helles, damit es im Dunkeln nicht so dunkel ist. Außen das Dach. Ach so, außen, ja. Ja. Junge. Kannst du auch nicht machen. Kann ich nicht machen. Ey, warum weil nicht? Schwarz, Sonne, also schwarz sieht die Sonne an und da drin wird ja alles gelagert. Das wird schlecht. Da verdirbt das. Stimmt. Es verdirbt sie. Ah, Jochen, ey, stimmt, da verdirbt das ja. Da wird das Fleisch ja dürbe. Dürbe. Ja, nee. Nee, stimmt. Habt ihr gewusst, dass man genau gar nichts sieht, wenn man mit der Kopflampe ins Buch guckt, zum gucken, was man braucht? Hast du gewusst, dass wenn dir einer Kopf schießt, du auch nichts mehr siehst? Geh weg. Nein, mach ich nicht. Oh nee, geht das schon wieder los. Nein, ich bin weit weg. Ich mach das Dach, ich mach grad Dacharbeiten, bin hier auf dem Dach oben. Ich mach grad Eier sammeln. Ja. Jappa. So, guck mal, das Dach hier. Und wir sollen eine Rampe bauen. Eine Rampe für... Scheiße. Lol. Was denn nun wieder? Bunte Eier. Ach, wir sind wegen Ostern. Ja, also... Niemals. Das ist ja geil. Genau, wir kriegen keinen Lichtschalter hin, aber bunte Eier zu Ostern. Hör auf. Ja, was willst du machen, ne? Da müssen wir... Was? Ja, geil, bunt, ne? Wie beschiss ist... Was für ein Beschiss ist das denn gerade gewesen? Da waren doch 17 Stück in der Farbe drinne. Und nach dem ersten war sie alle. Boah, ne? Da raste ich aus. So, ich gebe mal kurz was runter hier. Wie kann man essen? Die sind festgekocht. Was? Jetzt sagt jetzt... essen, Digga. Was, du, echt jetzt? Ja. Oh, ist nicht normal. Du sagst die Unwahrheit. Wer legt denn das Holz wieder da hoch? Kommst du darauf? So. Was haben wir gesagt? Wir wollen eine Rampe machen, ne? Ja, die wollen, dass wir eine Rampe nach oben machen ins Lager. Das ist eine sehr gute Idee, aber das wird so einfach nicht funktionieren. Das sag ich dir, wie es ist. Weil, pass auf, da müssen wir das hier wegreißen. Warum leckt das eigentlich so? Müssen wir das wegreißen. Müssen hier ein Holzfundament bauen. So. Metal. Ich brauche Metal. Holzfundament Treppe. Metal, Leute. Hier. Warte mal, dann muss ich das erstmal bauen hier. Das nützt alles nichts. So, Herr Fundament Treppe. Ah, das könnte schon was werden. Vielleicht geht das sogar. Aber warum geht denn das jetzt hier nicht? Hä?
Ja, warte mal, wo. Hä, wieso kann man denn die Treppe nicht bauen? Was ist das denn für Käse? Wo kann man denn die Treppe hinbauen? Holzfundamenttreppe. Das habe ich ja nie, das verstehe ich nicht. Hä? Kannst du es nur ans Holzfundament bauen oder was? Tatsache. Das kannst du nur ans. Ach, das kannst du nur ans Fundament bauen. So, na pass mal auf, dann kann man das Fundament da umbauen. Ui, das geht jetzt ja auch noch auf den Boden. Gut, dann wird's keine Treppe, dann wird's was anderes, dann wird's ein Dach. So. Das geht auch nicht, oder wie? Ihr müsst auch gucken, dass ihr beim Hühnerstall abends die Türen zumacht. Wie, haben wir das nicht, oder was? Nee. Oh, warum uns, geht denn das nicht? Wir können es nicht riskieren, dass ein Fuchs uns die Hühner wollte. Sag mal, hatten wir nicht so viel Fleisch von den Hühnern allen? Ich weiß nicht, ob wir das verkauft hatten. Alles verarbeitet. Ah. Du hast jetzt keinen Scheiß. So, komm, ich zeige euch mal die bunten Eier. Wo seid ihr? Ich bin hier gerade am Tüfteln. Ich versuche hier was zu bauen, aber das funktioniert alles nicht. Lass die Hose an. Chat, es nützt nichts. Guck, hier. Ihr müsst mir helfen. Da, da. Bunte Eier, oder was? Bunte Eier. Oh, die sind ja richtig schön bunt. Die wurden alle mit einheitlich weiß gemalt. Ja. Wow. Ich muss sagen, der juckt schon wieder im Triggerfinger, Alter. Bin ich ehrlich. So. Nur Frikadelle. Oh, hey! Jetzt bin ich sogar ein bisschen zusammengezuckt. Warst du erschrocken? Ja. Geil. So, hier ist alles noch voll, oder was? Hier, das ist fertig. Das ist schon fertiges Zeug. Ah, okay. So, das warte mal, wo war denn jetzt noch... Das ist auch fertig. Hä? Das ist auch fertig, dann packen wir das mal dahin. Aber da steht noch Roh hinter. Hühnerwurst, Eimilch... Eimilch, Roh... Ah, das muss abgehangen werden. Das muss abgehangen werden. Ja, komm, ab nach oben bringen. Und das hier ist, glaube ich... Ja, das ist abgehangen. Ey, du kannst auch in der Küche nach oben gehen, übrigens. Ach ja, da war ja was. Hatte ich extra was gebaut. So, wie machen wir das denn hier unten jetzt? Lass mich überlegen. Aber dass das nicht funktioniert, das ist echt eine komische Sache, finde ich. Das muss doch gehen. Ach, oder? Ja gut, pass auf. Dann machen wir das mal anders. Dann soll ich hier eine Treppe hinbauen oder was? Das sieht doch auch kacke aus. Chat, aber ihr müsst noch mal schreiben. Hä? Was müsst ihr denn machen mit der Rampe hier? Na, ich wollte hier so ein Hochgeh-Ding machen. Aber das ist alles, funktioniert nicht. Ach so, nee, weil hier oben eine Rampe ist. Wo ist eine Rampe? Na, hier oben bei uns. Nee, ich wollte was anderes machen. Ach, du verstehst es nicht. Du weißt einfach nicht, was ich meine. Ich wollte da was hochfahren, dass du auf dieses Zwischenplateau mit dem Auto rückwärts fahren kannst. Verstehst? Mein Gott, und so. Vater. Gut, okay, so machen wir das. Ansonsten, meine lieben Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Däumchen da und schreibt doch gerne die Kommentare. Wir werden nämlich jetzt erstmal... Ich werde jetzt einen neuen Hühnerstall bauen. Donnerwetter. Wie schon wieder. Einer muss mal, pass auf, wir brauchen mal einen, der muss mal losfahren. Der muss mal zum Baumarkt fahren und muss mal Farbe holen. Dann würde ich das machen, weil ich und muss Kanister. Noch holen. Hol mal Farbe und Kanister. Was für eine Farbe denn? Komm mal hier hoch. Also, die ist ja auch eingespeichert, stimmt. Schimmel brauchst du nicht holen. Da haben wir noch genug in der Zwischendecke vom Pretzer im Schlafzimmer. Ja, stimmt. Das schimmelt ja die ganze Zeit. Das ist, weil deine Mutter immer ohne Schlüpfer schläft. So, auf jeden Fall. Schimmelt im Zimmer. Luftfeuchtigkeit und so, ne? Weißt du? Kennst du, oder? Ja. Auf jeden Fall brauchen wir an Farbe. Rot nochmal. Weiß. Rot, weiß und dieses Schwarz, dieses Anthrazit, das sind aber glaube ich auch alles eingespeicherte Farben. Alles klar. Hier oben steht noch weiß und rot, ne? Ja, aber das reicht nicht. Also pass auf, bring mal, schreib mir Einkaufsliste jetzt, pass auf. Zweimal rot. Warte. Dreimal rot. Sag mir das nochmal, wenn ich da stehe. Ja. Ich fahr jetzt los. Machst einen Core, ja? Also das ist schon weiß. So, rot. Bring mal die andere rot mit runter. Oh, guck mal, rot ist alle hier.
Da ist auch nur noch zwei drin. Kannst du voll vergessen. Komm mal mit runter mit dem Rot. Ja, ich markiere mal eben. Hey, wow. Oh. Ah, trotzdem vor. Hey, Junge, abgekürzt. Oh. Oh, mehr hab ich nicht. Ach, da oben ran, oder? Ja, ja. Da muss rot werden alles. Da kannst du ja ein Stück vorgehst, die untere müsste funktionieren. Ah, da ja. Brauchen wir auch noch ein Holz. Genau, da drüben muss auch noch alles gestrichen werden. Schwarz brauchen wir auch noch. Oh, Kunterbunt. Kunterbunt! So, pass mal auf Fundament. Papa baut jetzt da einen Hühnerstall. So. Warte mal, Hühnerstall, den baue ich jetzt hier hin. Baue einen schönen großen, du. Hühnerstall, den bauen wir mal so ein bisschen schräg hier auch. Wollen wir nicht mal die Schweineproduktion wieder anfangen? Ganz schlecht. Ja. Die haben so schön Fleisch gegeben, so viel. Hör auf, ey. Oh, warte mal, wir müssen ja hier mit den Autos rein, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann wir können wir ganz klein anfangen. Mit zwei Schweinen. Ja, das klappt exakt eine Folge. Dann eskaliert das völlig. Komm mal, Holz. Warte mal, so. Genau, hau mal Holz auf die Zwischendecke. Von oben, mal gucken, ob unser Lagerprinzip funktioniert hier. Auf die Zwischendecke, achso, das, ja. Ja, hier aufs Runderreichlager. Ho, Holz. Das klappt nur so halb gut, finde ich. Ja, das ist da nicht die... Ja, okay, so geht's natürlich auch. Oh, nee, ey. Wir können auch, weißt du, was wir auch machen können? Wir können auch mal losfahren. Bevor wir wieder Haufen Holz kaufen oder oben das Lager leer räumen, dass wir dann wieder hochschaffen alles. Ja, das ist ja so ein bisschen unser Notfall, unser Reserveholz. Komm mal runter. Komm mal runter, ja, ich zeig dir mal. Ich zeig dir eine geile Sache. Bist du am Baumarkt? Ja. Geil. Pass auf. Ich sag mal, hier fehlt ein Auto. Wir haben wirklich ein Auto irgendwo stehen lassen. Aber hier ist nichts vorgefertigt. Wie vorgefertigt? Da müssen eingespeicherte Farben sein. Ey, bei mir ist alles leer. Oh, ernsthaft? Ja. Scheiße. Dann kannst du die nicht mitbringen. Warte kurz. Steig mal ein hier. Fahr du mal, kauf du mal Benzinkanister, bitte. Ja, wie viele? Ja, mal so 10 oder so. Ich hab noch Fleisch hinten drauf. Echt? Ja, stimmt. Man kann immer nur 3 kaufen. Boah. Ey, sag mal, wir haben doch irgendwo... Mit was bist du gefahren? Mit dem großen Wagen. LKW. Sag mal, wo haben wir denn? Haben wir nicht. Oh, ich bin aus Versehen ausgestiegen. Haben wir denn nicht letztens erst Kanister gekauft? Oder bin ich jetzt dumm? Ich habe jetzt 10 hier stehen. Warte mal, da oben ist der Laden. Baumarkt war hier hinten, ne? Du hast 10 Kanister, dann lade die mal auf und fahr mal zur Tanke und mach die mal voll. Ja. Ich will nur hoffen, warte mal. Ach, nee, Kacke. Das ist der Fall hier, oder? Wo bist du wieder lang? Ey, Navigator, was ist denn? Ich kenne mich hier nicht aus. Ja, da macht eine scheiß Karte auf, die Bahnschuhe liegt, Mann. Ich weiß noch gar nicht, wo du hin willst. Zum Baumarkt. Ach so. War das jetzt hier runter? Wir sind da. Das ist der Baumarkt? Das ist ja nicht der Baumarkt, du Durchbrattel. Doch, da ist der, laut Karte ist das der... Ach nee, da, ach so, nee. Unfassbar. Ist in Ordnung, ich bin am Baumarkt. Ja, oh, Tokio Drift. Wow, Lul. War wieder ganz hart. Oh, vielleicht findet man den Bären. Ja, findet ihr. Da hinten ist ein Wiesel. Ach nee, ist das. Oh, ey, hier ist ja noch Farbe drin im Auto. Ey, warte mal. Lol, ey, der ganze Wagen ist noch voll. Oh, ey, ich wusste es. Ich wusste, dass irgendwas war. Irgendwas war. Ich wusste es. Oh, lol. Ja, moin. Ja, jetzt nimmt die Kanister mit hier. Ja, jetzt nimmt die Kanister auch noch mit. So ja, man kann Kanister da. Ja, ihr habt die extra mit, genau. Das wird nichts mehr eigentlich. Deswegen habt ihr wie zum Vollbehinderte aufgeladen. Achso, da war ja was, stimmt. Jetzt fällt mir wieder mal ein. Ja, alles klar. Ach, hier ist der Bär. Wir haben das sogar so eingestellt, dass man nicht reinspringt. Richtig. Und guck mal, Edgar, guck mal, ob du Dings machen kannst hier. Was? Ob du die Farbauswahl da hast oder ob das bei dir auch alles leer ist. Ist alles leer, ja. Echt jetzt? Mhm. Ja, dann ladet mal. Aber ladet die Kanister, denkt dran, so ein, dass wir die auch tanken können dann oben. Dass wir die hier nochmal ausladen müssen. Also übereinander wird nicht. Das geht, ja. Wie, das geht? Das ist ja wild. Ja, du kommst ja nicht rein in den Kran hier. Ja, dann müsst ihr die nochmal raus tun. Ich dachte, das wäre unser Plan gewesen.
Ja, war es ja auch irgendwie. Aber war nicht geplant, dass wir selber drunter leiden. Naja, das ist immer, wie soll man sagen, ne? Cool war, ja. Ist halt immer so eine Sache. So, stell mal deinen Kanister. Ja. Warte, ich hab hier noch einen. Gibt's doch gar nicht. Ja, hab alle drin. Ich hau mal das Bärenfleisch noch hinten auf den Pickup. Ja. Da liegt eh noch welches. Pendialo oder was? Das gibt's ja nicht. Er pennt. Ach nicht. Dass um 3.50 Uhr auch kein Baumarkt offen hat, das ist echt frech. Echt zu kotzen, ey. Ganz ehrlich. Ja, gar nicht mehr Zeit. Arbeitszeiten, ey. Das ist ja gar nicht mehr zeitgemäß, sowas. Nee. Ja. 24-7 Baumarkt. Was heißt eigentlich Baumarkt auf Englisch? Warehouse. 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 Warehouse ist doch ein Sammellager. Lagerhaus. Ja, Lagerhaus, genau. So, warte mal, dann brauchen wir die Farbe. Ich weiß! Bildhaus! Nee. Bildhaus? Oh, nee. Ja, Bildes bauen! Ja, 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 aber Baumarkt! Bildmarket! Bildmarket, ja. Bildmarket. Oh, nee. Könnt ihr mal noch die Farbe hier holen, gleich aufladen, bitte? Das ist gute Anthrazit hier fürs Dach. So, dann haben wir gesagt, brauchen wir Rot, ja? Ne, Rot haben wir im Auto und Weiß auch, ne? Ja, Rot brauchen wir ein bisschen mehr. Wo ich sagen muss, ich finde das schon sehr rot, aber naja, es ist wie es ist, ne? Ich hätte auch ein bisschen Weiß noch mit reingemacht, so. Hm. So, warte mal. Und dann haben wir gesagt, brauchen wir noch eine Dingsfarbe, oder? Hättest lieber Bordeaux-Rot nehmen sollen. Bordeaux oder Bordeaux? Bordeaux oder Bordeaux, wie auch immer. Bordeaux? Er weiß, was ich meine. Er weiß es nicht. Das ist rot aus gewissen Locations. Bordeaux. Bordeaux? Was? Bordeaux da halt, ne? So, warte mal, wenn ich das lad. Das lad und mach diesen hier. Hä? Geht das ja, wie denn? Viel Farbe will er noch? Er weiß ja nicht, dass das Ding hier voll ist. Lad ein, Junge. Und sammel nicht. Wir haben noch ein Pick-up. Voll auch. Ist. Als ob das Ding voll ist. Das bist, wir stapeln schon bis nach oben. Oh, da kommt so, hier kommen nochmal drei. Und dann geht's los. Also machen wir damit blau. Ja, Vision noch nicht. Azure. Ein paar Regale, die Regale wir sind. Wir haben ja ein bisschen Azure. Wow, ich bin sehr gespannt, wer das Ding tankt. Was? Ich sei doch besoffen, ey, ganz ehrlich. Also mal sowas von überhaupt. Guck dir den Mann, zitter nicht. Ah ja. So, na komm, fahr mal zur Tanke. Ich sag dir, halt, ich habe noch Azure. Was denn jetzt wieder? Ich habe ja noch einmal Azure. Ach so, ja. Ja, toll, knallt das da vorne hin. Ich steh schon im Wagen. Zement sagt, das. Nee, mehr brauchen wir erstmal nicht. Achso, es kam auch die Frage, für was wir dieses Gyroskop irgendwas braucht. Au. Oh, wieder hinten offen gelassen. Ja, sag ich dir. Ja, ich hab zugemacht. Komm, fahr raus, okay. Junge. Dein Möhre. Ja, hättest du mal lieber offen gelassen. Du hättest links gemusst, glaube ich. Wo wollen rechts. Wir denn? Ach, wir müssen zur Tanke, ne? Ja, du musst zur Tanke, wir nicht. Parkier mal eben. So. Ja, wir sind auf Kurs. Wir sind auf Kurs. Bring mal hier, bring mal so langsam das Gerade. Zeug. Was? Rechts. Hier. Ja. Oh, das wird eng. Das ist ein Baum. Da komme ich nicht hoch, oder? Weiß nicht. Eine enge Kiste. Leicht rechts. Jetzt mit Anlauf. Oh, Allrad, Junge. Klärt. Komplett. Ja, ein bisschen links. Ah. Hier ist der Weg, glaube ich, hier vorne irgendwo. Ja, ja, ja. Mein Gott, hier sind Fledermäuse. Wir müssen den Weg frei machen. Wir sind da. Oh, eine Tanke? Nee. Ach, Tanke, Tanke, Junge. Wir bauen schon wieder hier längst bei unserer Ranchy-Danchy. Also hier eine Tanke sind überall Fledermäuse. Achso, gleich neben den Ostereiern, oder was? Das ist nicht so abwertend. So, kannst du mal anhängen? Nee. Ja. Geht es? Du bist zu nah dran gefahren. Jetzt. Warte mal. Bist dran? Nee, fahr ein Stück zurück. Ja. Hier gibt's kein feinfühliges Gas. Ja, gut. Es geht nicht. Nicht? Nee. Achso, das geht jetzt aber, oder? Ja. Jetzt, ich hab's gemacht, ja.
Okay, super, dann steig mal ein hier. Hau mal die Segen drauf. Warum soll ich denn einsteigen? Ja, wieso nicht? Ja, da. So, Segen drauf. Jetzt geht's richtig ab hier. Richtig abgegangen. So Kisten hätte ich gerne bei meinem Umzug auch, weil es nur noch ein Drittel so groß ist. So, warte mal, hier ist ein leerer Kanister. Wo machen wir unser Benzinlager? Müssen wir ein bisschen extra machen, ne? Wegen der Brennstoffe und so. Besser wär's, ja. Ja. So, steig ein. Die Hühner jetzt hin. Jetzt machen wir erstmal vorne unseren schönen Weg wieder frei. Das ist nämlich die Katastrophe, ist das. Alles wächst dazu. Das ist aber auch ein Anhänger. Leck mich am Arsch, ey. So, guck mal, hier ist alles zugewachsen hier vorne. Hier. Warte, hier noch nicht, aber hier, hier, hier. Katastrophe. Katastrophe. Mal alles weghauen am besten. So, und warte, dann bauen wir gleich die Sägen auf. So. So. Wenn du willst, Jürgen, kannst du zu uns an den Eingang kommen. Ja, ich betanke jetzt erstmal die Kacke hier. Ja. Das ist so geil. Und wie geht denn das? Geht was? Na, das Tanken, geht es gut? Ja. Echt? Warum? Ja, nee, ja, weiß ja nicht. Ich baue gerade hier nur ein bisschen den Wagen auf. So. So. Wie hier beladen worden. Hau die Dinger erstmal um und dann laden wir dann, würde ich sagen, das Holz auf und juchteln das hier komplett durch, oder? Ja. Das ist eine sehr gute Idee. So. So. Wenn jemand die Kühe melken. Wen haben wir? Wenn ihr die Kühe melken könnt. Nee. Du bist der Zitzenflüsterer. Zitzenflüsterer, Junge. Oh, ey, ich habe Angst um den Spielstand, wenn ich ehrlich bin bei den Bäumen hier. Eduard, wir sollten das, Edgar, wir sollen das nicht übertreiben. Wieso? Na, weiß ich nicht. Wenn er zu viel, ha? Macht er dann ein Auge oder was? Ja, weiß ich nicht, ob der Auge macht auf den Spielstand. Der Kollege hier von der, Kollege hier von der Performance-Einheit. Ja. Jetzt weiß ich lieber mal auf den Lichtschalter konzentrieren. Ja, ja. Man weiß es nicht. Eins? Die Klappe. Was hat er gesagt? Er hat ein Problem. Ja, gut. Klappsäule ist weg. Oh. Was? Ja, jetzt mal kein Flachs. Also, jetzt mal kein Scheiß. Dieser Zapfhahn. Ja. Ja, ist geil. Ist wieder richtig geil, Jürgen. Ich konnte zwei Dinge beladen. Und dann ist es weg. Du hast das zwei Kanister voll gemacht, das ist ja nicht dein Ernst. Ich habe vorher den Wagen aufgeräumt, damit man da mal was reinkommt. Aua, nee. Siehst du, und das meine ich. Anderen hier irgendwas in die List liegen oder so und dann eine halbe Stunde wieder verblämmern, weil er selber den Wagen aufräumen muss. Merkst du, dass sich die Streiche nicht lohnen? Es lohnt sich einfach nicht. Ja, wie Scheiße, wie krieg ich denn jetzt hier die Scheiße beladen? Ja, wie beladen? Ja, das Ding ist weg. Es ist kein Flachs ohne Scheiß. Komm mal einer her, bitte. Ne, wie können ich hinkommen? Das ist ja kein LS, hier kannst du dich einfach reintappen. Das ist schlecht. Ja. Ja, fahr weg und komm her jetzt her. Bring die zwei Kanister, dass wir wenigstens sägen können. Kennst du deine Aufgabe für die nächste Folge? Ja. Den anderen Kanister voll tanken. Und die Farbe brauchen wir auch. Ist hier. Ja, dann bring die doch her jetzt. Geht ja nicht. Warum denn nicht? Warum geht das? Erzähl mir. Es ist wieder da. Ich weiß wie. Du bist. Also, ich habe selten so einen Schwautler in dem Spiel gesehen wie dich. Jetzt mal ohne Flachs, ich hab's doch auch. Ostereier, Zapfsäule weg. Was hat man noch? Er hat nur ein Problem. Ja, er hat nur ein Problem. Was war's noch? Der hat mir schon die übelsten Dinger hier erzählt. Was war denn das noch alles? Leute, wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare, was der schon für Blödsinn hier gelabert hat. Das passt auf keine Kuhhaut, ey. Und wir haben viele Kühe. Nee. So. Okay, das passt auch. So. Boah, ich sag dir, ey. Das wird richtig holzig hier. Richtig holzig. Das gibt gute Bretter, Männers. Wir können nicht mehr ganz so auf Tasche von
von unserem Bankkonto hier Holz einkaufen. Das wird nichts. Ja, das ist schon teuer. Ach, Quatsch nicht. Ey, die große Geldsumme haben wir mit dem Schweinefleisch gemacht. Das ist rum. Das Ding ist rum. Gib mir nicht auf den Sack mit den Schweinen. Du kommst nicht hinterher. Glaub es mir einfach. Und das leckt wie Sau. Ja. Das haben wir jetzt bei den Hühnern. Hühnerfrikassee erst gemacht. Ja. Aber gut, die sind wir ja gerade am Verarbeiten und die bringen richtig Kohle, ne? Also Hühnerfleisch, Gedings, das bringt richtig Geld. Und ich, wie gesagt, habe jetzt den Hühnerstall angefangen, der wird legendär, wird der. Der wird echt gut gefallen. Wird so ein ganz anderer Hühnerstall werden. Wirklich. Für einer? Ja, so ein schöner halt, ne? Es wird also kein so Hühnerstall, wie wir jetzt haben, so billig, so außen mit so einem Holzgehege da drum. Nee. Von unseren 5 Sägen sind 3 leer. Ja, ich weiß auch warum. Halt die Klappe, ich bin unterwegs. Oh, nee. Nee, nee, nee. Ja, was willst du machen? Der vierte Mann fehlt halt, ne? Jo. Kannst dich ändern. So. Was soll ich jetzt sagen, ne? Ja, was willst du sagen? Also, du kannst lieber mit ihm weniger machen, der hat ja nur Arbeit gemacht. Oh. Oh nee, ey, ich muss ja Baumstämme laden, das Tod ist, ey, das ist gar nicht mein Job, ey. Mein Job ist eigentlich hier, Leute zu erschießen, gegen Ende. So geht es da nicht. Mein Job ist eigentlich dumm labern und nichts tun. Das stimmt. Und ich hab's perfektioniert. Das ist doch okay, jetzt haben wir nur noch eine Säge am Laufen. Ja, ich weiß auch warum. Ich bin gleich fertig. Es sind nur noch 5 Kanister, dann komme ich. Boah, ey. 2, 4, 6, 7. Entschuldigung, es sind 7 Kanister. Och, Menno. Jetzt kommt aber her mit den Dingern. Das gibt's doch nicht. Was haltet ihr denn davon, wenn wir rein aus Deko-Zwecken neben... Okay, sind alle leer. Ah, Tino Wittler. Das verbiete ich mir. So rein aus Deko-Zwecken, wenn wir so neben der Garage, ich will die Garage tatsächlich nochmal ein bisschen vergrößern. Die ist zu klein. Glaub mir. Die ist zu klein. Was? Die Garage ist ein bisschen zu klein. Die ist etwas zu klein, die Garage. Ich würde einfach nochmal so in Form eines Carportes, also nicht zu, sondern offen. Ne? Also nicht so überdacht, wie wir es jetzt haben. Sondern einfach nochmal so einen offenen Garagenbereich machen, wo man die Anhänger vielleicht hinstellen. Verstehst du? So Carport-mäßig quasi. Naja, Carport ist ja auch überdacht. Also ja, so ähnlich. Genau. Hm. Hast du meine Idee geklaut? Nein. Ja, aber was hatten wir davon? Und pass auf, wenn wir da so zu Deko-Zwecken einen... Dings machen, einen Holzstapel, so sauber aufgestapeltes Holz daneben. Weißt du, Holzstämme. Ich glaube, das sieht richtig gut aus. Ja. Fakt, ey. Ja. Fakt. Das hat auch so ein gewisses, ich hab's, so Reichtum-Präsentation. Ja. Ranch-mäßig ist das einfach. Ja. Ist einfach so Ranch-mäßig. Wir haben so viel Holz, wir haben es sogar rumliegen, so. Ja, wir haben es zu Deko-Zwecken genutzt. Ja. Ja. Aber es macht halt was her, ne? Stell dir mal vor, du musst auch mal so sehen. Wenn die Videos jetzt auf YouTube dann sind, ne? Ja. Und da schauen dann Leute, die den Kanal ja gar nicht kennen. Dann denken die sich einfach so, wow. Die haben Holz einfach zu Deko-Zwecken. Die haben richtig Holz vor der Hütte. Hat noch keiner gemacht. Hat noch keiner. Ich melde jedes Video, wo ich das jetzt sehe bei Ranch. Sag ich euch, Zuschauer, wenn ihr das klaut. Nein, aber weißt du, wie ich meine? Da denken sich auch die neuen Zuschauer. Du musst ja mal gucken. Wie kannst du neue Zuschauer begeistern? Hey, warte, hier! Ja, ich weiß, deswegen bin ich hier. Die Bremse sind nur ein bisschen. Ja, er hat ja auch 4000 Liter Sprit hinten im Kofferraum. Gut, dass die Cops dich nicht angehalten haben, ey. Brauchst du eigentlich einen ADR-Schein? Weißt du überhaupt, was ein ADR-Schein ist, weil du mitlachst? Ja, klar. Aber ist das nicht Gefahrengut? Nein, das ist wohl nicht gefährlich, der Sprit. Ja, doch, aber nicht so. Nee! Ich dachte, das wäre für Sprengstoff. So Benzin. Ja. Pflanzenschutz, etwas, was die Umwelt mit vergiftet. Ach ja, Benzin vergiftet ja die Umwelt nicht. Ja, ja. Also, wenn so ein Tanklaster mal ausläuft mit 30.000 Litern oder 20.000 Litern, dann. Ey, ganz ehrlich.
Ja. Oder auch wenn das brennt, ey, das ist 2 Minuten, ist das abgebrannt. Da war der Primals Love Benzin. Ey, könnt ihr hier nicht mal das Holz vernünftig stapeln? Was? Hast du mal Auge auf den Anhänger gemacht? Ey, hast du mal Auge hier auf das Ding hier gemacht, wie das hier alles durch die Gegend ballert? Ja, das ist aber nicht meine Baustelle, das ist Edgar. Und der ist ja nicht so lange auf dem Hof. Hast du die Menge an Spielzeug gesehen? Was? Ja. Pass auf, was? Edgar, ich hab dir hier die Dinger so oben drauf platziert, damit das direkt da rausgepumpt wird, ne? Total geil. Jo. Ach, Jochen. Die Innovationsgenie Jochen wieder. Wie viele Folgen haben wir bis jetzt? Ja, genau. Seit Anfang an machen wir das so. Kannst du mal sehen hier, guck dir mal den Anhänger an. Da wird der ganz anders. Komm, lad mal Holz hier mit auf. Yeah. Kannst du das mal ein bisschen hier Ladungssicherung, Gurte dran machen und so? Ja, kann ich machen. Wenn ich fertig bin. So. Pass auf jetzt hier. Rambazamba geht das. Zack. So, dass die alles aufladen. So, ich leg dir das hier hin, du baust das auch nicht drauf. So. Das geht ja schon nicht. Ja, was geht denn da nicht? Dann baust du davor, ist das scheißegal, wir laden sie gleich wieder ab. Aber das ist jetzt schon das Deko-Holz. Ne, ist noch nicht das Deko-Holz, oder? Wir müssen erstmal sägen. Ja. Das Holzlager muss voll sein. Es ist einfach so. Das Holzlager muss gefüllt sein. Und wir können nicht mehr für 8 Euro das Brett, Junge. Die Zeiten sind vorbei. Ja? Die Zeiten sind einfach vorbei, wo 8 Euro das Brett zum Fenster rausgeworfen. Da tust du auch mit deinen paar Hühnerwürsten da nichts mehr reißen. Die Hühnerwürste sind gut, Junge. Ja, das mag ja sein, aber es sind halt einfach zu wenig. Vorsicht. Hallo, kannst du mal Bescheid sagen, wenn du hier losstartest? Ich fahr jetzt los. Start. Der hat aber einen Bremsweg. Geht das so, Brett? Ja. Das ist doch geil, oder? Jetzt bräuchte man eigentlich gleich, pass auf, die Kanister zu geil. So, komm, dann lass uns mal schnell hochdüsen, das ausladen, während ein Brett hier sägt. Oh, wir sind aber auch fertig. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt stellen wir wieder Wetten. Ich mache jetzt eine Wette. Wir machen ja nur eine Folge pro Woche. Wir stellen jetzt wieder den vollen LKW hin und fahren in der nächsten Folge wieder zum Händler und kaufen Benzinkanister. Boing. Und dann machen wir den LKW beim Händler auf und Jochen so, oh, der ist ja schon voll. Der ist ja voll. So ungefähr wird es passieren. Na gut, wir sind erstmal durch. Bis dahin, schaut bei den anderen vorbei. Ist in der Videobeschreibung. Tschüss und ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.